Reisen ist für viele Menschen ja eine ganz große Sehnsucht. Die meisten Menschen, die man trifft, wünschen sich eigentlich, öfters zu reisen. Und damit verbunden ist natürlich auch immer der Glaube, dass Reisen glücklich macht. Ich persönlich reise wahnsinnig gerne. Und ich sehe zu, dass ich das mindestens alle anderthalb Jahre auch für einen längeren Zeitraum machen kann. Man braucht dafür auch überhaupt nicht viel Geld. Das ist ja das, was viele Menschen mit Fernreisen verbinden. Aber eigentlich kann man mit sehr wenig Geld sehr gut reisen. Man kann teilweise sogar günstiger im Ausland leben als zu Hause bei sich. Die tollen Erfahrungen, die man dabei macht und die besten Eindrücke sind sowieso meistens gratis. Mich macht Reisen auf jeden Fall sehr glücklich. Aber wie bei allem gilt auch hier, das geschieht nicht einfach so. Reisen ist also nicht das alleinige Wundermittel, das dich von einem Tag auf den nächsten glücklich macht. Wer also glaubt, von zu Hause fliehen zu müssen, weil er in einer unglücklichen Beziehung steckt oder in einer Lebenskrise und dann einfach nur auf Reisen zu gehen und dann wird sich alles von alleine auflösen, der liegt falsch. Aber Reisen bietet ganz viel Potenzial, das dir helfen kann, glücklicher zu werden und dein Leben schöner und erfüllender zu gestalten. Und die fünf wichtigsten Punkte davon, die nenne ich dir jetzt. Erstens, der allergrößte Vorteil vom Reisen ist eigentlich der, dass man Abstand vom Alltag gewinnt. Dass man mal so richtig rauskommt und dann eben auch überlegen kann, ob das eigene Leben überhaupt noch auf Kurs ist. Ihr kennt es ja sicher auch, dass man im Alltag ganz schnell in diesem gewohnten Trott seine Ziele aus den Augen verliert. Dass man sich nur noch darum kümmert, irgendwie von Montag bis Freitag durch die Woche zu kommen und seine ganzen Erledigungen abzuarbeiten. Ja, und ganz aus den Augen verliert, was man eigentlich machen wollte, dass man doch vielleicht Schriftsteller werden wollte oder nach Spanien ziehen wollte oder was auch immer. Und wenn ihr auf Reisen seid, gewinnt man wieder so viel Abstand, dass man das große Ganze sieht. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eure Ziele neu zu fokussieren und euch ganz genau zu überlegen, was ihr vielleicht in eurem Alltag verändern könnt, um sie tatsächlich umzusetzen. Ein weiterer großer Vorteil vom Reisen ist die Freiheit, die man dabei genießt und die Autonomie. Das ist ja auch ein ganz wesentliches Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir uns selbstbestimmt erleben. Zu Hause im Alltag kann man das nicht immer, weil man vielleicht in die Schule gehen muss oder weil man in einem Angestelltenverhältnis arbeitet. Aber auf Reisen kann man meistens wirklich entscheiden, wohin will ich gehen, wann will ich heute aufstehen, was will ich machen, steige ich in diesen Bus oder steige ich in den Bus und kann alle seine Entscheidungen selbst und frei wählen. Das setzt natürlich voraus, dass man keine Pauschal-Tour oder sowas gebucht hat, wo der ganze Tag durchstrukturiert ist und man genaue Zeitfenster gesagt bekommt, von wann bis wann man Mittag essen darf und wann man wo zu erscheinen hat. Drittens, man erlebt wahnsinnig viele neue Eindrücke und tolle Erlebnisse. Und das ist besonders wertvoll für uns, weil es eben so einen Unterschied zum Alltag liefert und einen Unterschied zu dem, was unser Gehirn gewohnt ist. Das heißt, das Gehirn wird mit ganz vielen neuen Reizen konfrontiert und das regt auch die Kreativität unglaublich an. Diejenigen unter euch, die auch wahnsinnig gern reisen, wissen das bestimmt. Man kehrt einfach mit einem unglaublich großen Schatz an Inspirationen, an neuen Ideen nach Hause zurück. Bei mir ist es dann auch immer so, dass ich wirklich ganz viele neue Anregungen gewonnen habe und nur so übersprudel vor Ideen, was ich jetzt machen könnte, wie ich meinen Alltag verändern könnte, welches Ziel ich jetzt wie angehen könnte. Viertens, Reisen verleiht einem unglaubliches Selbstbewusstsein. Ich bin dadurch viel stressresistenter geworden und ich glaube, mich bringt nichts mehr so schnell aus der Bahn, weil die Erfahrung zu machen, dass man auch am anderen Ende der Welt sich durchschlagen und behaupten kann, gibt einem einfach wahnsinnig viel Selbstsicherheit, die man dann auch in den Alltag natürlich übernehmen kann. Und so kann man auch da viel gelassener werden und einfacher mit neuen Herausforderungen umgehen. Last but not least machen Erfahrungen einfach das Leben reicher. Ich meine, darum geht es doch generell, oder? Die meisten häufen immer Besitz und Geld an, aber ich denke, wahrhaft reich ist eigentlich der, der unglaublich viele Erfahrungen in seinem Leben gesammelt hat, der wahnsinnig schöne Momente erlebt hat und Herausforderungen gemeistert hat, der sich behauptet hat im Leben. Das sind die Momente, die sind für die Ewigkeit. Die kann einem niemand mehr wegnehmen.
Und von diesen Erinnerungen kann man ein Leben lang zehren. Ihr seht also, Reisen bietet unglaublich viel Potenzial, glücklich zu sein und glücklich zu werden. Vielleicht ist es ja jetzt für den einen oder anderen noch ein Anreiz, es doch mal anzugehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für viele Menschen wirklich ein großer Wunschtraum ist, aber die wenigsten es dann doch umsetzen. Man muss weder besonders reich noch besonders unabhängig sein, um zu reisen. Ich habe hier auf meiner aktuellen Reise zum Beispiel auch wahnsinnig viele junge Pärchen mit frischen Babys gesehen, die sich irgendwo hier in Südostasien rumtreiben. Also man muss eigentlich nur den ersten Flug buchen. Der Rest kommt von ganz allein.